Morgens in Sulzbach-Rosenberg. Ein Training, für das die Polizeiklasse extra aus Eichstätt angereist ist. Ja, was nach Spaß aussieht, kann in ihrem Berufsleben bitterer Ernst werden. Denn Blaulichtfahrten können lebensgefährlich sein. So wie vor 2 Jahren in Zirndorf. Mit Blaulicht und Martinshorn fährt die Polizei über eine rote Ampel und übersieht ein Moped. Danach stellt sich heraus, der Polizist fuhr mit 140 über die Kreuzung. Der Mopedfahrer stirbt noch am Unfallort. Der Polizist muss sich vor Gericht verantworten. Unfälle bei Einsatzfahrten. Schlagzeilen finden sich dazu fast täglich. Wie sich riskante Einsatzfahrten vermeiden lassen, sollen die Schüler heute lernen. Doch zuerst die Theorie. Es geht hier schon los mit der Geschwindigkeit. Wie schnell können wir denn fahren? Kann ich in der Stadt mit 100 durch? Da kommt ganz der Verkehr davon. Kommt auch Verkehr davon. Ich glaube 50% schneller als erlaubt. 50%, dann wären wir in der Stadt mit 75 und auf der Landstraße mit 150. Ja, es geht schon in die Richtung. Exakte Vorschriften gibt es nicht, doch schon 20 oder 30 km/h schneller als erlaubt kann als fahrlässig gelten und rote Ampeln mit höchstens 40 queren. Das üben sie nun im Fahrsimulator. Für ein echtes Fahrgefühl. Gleich ist Hassan dran. Von außen sieht es eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man drin sitzt, aber es dauert ja nicht mehr lange, finde ich selber raus. Das Ziel? Sicher fahren und keinen Unfall bauen. So, der Sitz passt. Angegurtet bist du auch? Ja. Gut. Dann was vor. Zuerst nur eine Testfahrt. Und die ersten Meter, ich sag ja, sind schon etwas gewöhnungsbedürftig. Es dauert ein bisschen, bis man reinkommt. Man kann alles benutzen, Lichthupe, blinken. Lichthupe mal, sieht man auch ein bisschen. Genau. Martinshorn hast du auch. Genau, hupen kann man auch. Genau, der linke obere Knopf. Den können wir gleich mal laufen lassen. Ich würde sagen, wir starten gleich. Jawohl. Maß 7011 von Maß 70. 7011 hört. Fahren Sie bitte nach Ettingen. Da meldet der Wirt vom Kiliwili eine Schlägerei. Das Kiliwili ist am Salzstadelplatz in Ettingen. Fast beschleunigt. Annelie sitzt zwar in der Kommandozentrale, soll Hassan aber als Beifahrerin unterstützen. Abpassen, der Bus, der kommt nach links. Abpassen. Da sitzt Stau. Versuch vielleicht durch die Rettungsgasse zu fahren oder eine zu bilden. Geschwindigkeit passt. Vorne, da stehen sie schon wieder, gell? Ja. Aufpassen, aufpassen, nicht so schnell. Oh. Und weiter, aber weiter. Rechts ran, machst das Martinshorn aus. Da weiß nicht, das Bremsen ging manchmal irgendwie langsam. Und dann fahren wir halt eben durch die Gasse. Jetzt die Analyse. So, in der ersten Runde kommt es öfter mal vor, dass da jemand ein Stauende rauscht. Hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass jemand ein Stauende rauscht. Weil jeder eigentlich, dann weiß, da ist jetzt die gleiche Problematik nochmal, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. So, dann machen wir einen Sprung.
Und in dem Fall bist du noch bei 160 und du merkst natürlich, jetzt staut sich das Ganze, es ist ein bisschen neblig. Und da bist du aber noch bei über 100 km/h und bist aber voll auf der Bremse mittlerweile. Ja? Was jetzt gut war, wenn ich jetzt mal so sagen kann, wenn ich das noch gut bezeichnen kann, war natürlich das Ausweichverhalten, aber so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen. Der Zeitgewinn steht in keinem Verhältnis zum Risiko. Okay. Der Simulator sollte die Schüler sensibilisieren für die nächste Stufe ihres Trainings. Eine Einsatzfahrt im echten Straßenverkehr. Marina und Hassan sollen ein verdächtiges Auto anhalten und kontrollieren. Das ist eine sehr anspruchsvolle Übung, eine Übung, die massiven Stress erzeugt und wo man sehr viel gleichzeitig machen muss. Das ist ein bisschen so, wie wenn man als Koch das erste Mal vier Töpfe auf dem Herd hat und überall was anderes machen muss. Ihr Werkzeug, die Kelle. Und dieses Kästchen. Darüber werden Blaulicht und Sirene aktiviert. Benutzt haben die Schüler das noch nie. Blaues Blinklicht in Verbindung genau. Dementsprechend. Im Praktikum hat man es auch schon, aber halt nicht als Streifenteam, sondern als Dritter hat man halt zugesehen, wie die es machen. Und jetzt zu zweit, eigenverantwortlich. Das wird vielleicht ein bisschen anders sein. Ja, ich glaube, da wird dann noch mal der Adrenalinspiegel so ein bisschen hochgehen, wenn dann das Blaulicht an ist und man selber fahren darf. Es geht los. Vor ihnen fährt der Kollege mit einem Zivilfahrzeug. Dieses sollen sie in der Übung gleich anhalten. Mit dabei Ausbilder Stefan Karasch. Was 70-65 hört? Jawohl, bitte mal mit der Verkehrskontrolle umladen von Rosenberg durch. Verstanden, wir führen Verkehrskontrollen durch. Gut. Da vor uns ist ein Fahrzeug, das ist vielleicht gleich mal kontrollwürdig. Mal anschauen, was der macht. Der fährt aber erst Schlenker. Okay. Dann schließen wir ein bisschen auf, machen eine Fahndungsabfrage. Maß 70 für den Maß 70-65, Status 8. Ein Kennzeichen zur Fahndung. Bertha, Anton, Trennung. Hier kommt bei mir ein VW Touran. Champagnerform raus. Wäre soweit ohne. Jawohl, danke. Gut, dann machen wir eine Anhaltung, wenn die Gelegenheit günstig ist. Und für die gilt eine Regel. In der Stadt oder auf der Landstraße sollten die Beamten das Fahrzeug idealerweise von hinten zum Anhalten bringen. Nur dann haben sie es bei einer Flucht im Blick und können schneller reagieren. Was willst du dann? Gleich Blaulicht und Stopp? Ja, ich würde Blaulicht und Stopp reinhauen. Okay. Und je nachdem, wie er reagiert. Bei dem erst, wenn wir eine Gelegenheit sehen. Ich glaube, da vorne kommt jetzt dann einer, da ist ein Schild. Ja. Mach mal rein. Ja. Sehr gut, jetzt bremst du, musst du mitbremsen. Vorsicht. Hinter uns fährt einer. Bremsen. Mach mal linke Auto rein. Blau ist drin. Gut, jetzt steht er da. Was machen wir? Ich würde ihm sagen, dass er weiterfährt, oder? Ja, der steht nicht gut. Wie sagst du ihm das? Ich fahr vor. Sagst du ihm durchs Fenster schnell? Soll er uns folgen, oder? Ja, los, er folgt. Hallo? Grüß Gott, die Polizei. Können Sie uns einmal folgen? Ja, okay. Ist irgendwas passiert, oder? Der Verkehrskontrolle. Ja, aber ist irgendwas passiert, oder? So. Keine Scheiße. Blau raus. Hast du Folgen drin? Ja. Gut. Ich will jetzt rechts rausfahren. Der fährt auch safe weiter. Folgt er uns natürlich nicht. Ja, okay, dann drehen wir um. So, was ist jetzt los? Nicht gefolgt. Ja. Ist uns nicht gefolgt, ist geradeaus weitergefahren. Was machen wir jetzt? Umdrehen. Langsam, Vorsicht, hinter uns ist einer. Ja. Langsam schauen. Check das. Machen wir bitte Folgen raus, weil sonst folgt er uns. Jawohl, und jetzt, was machen wir, wenn Blaulicht. Er weg ist? Blaulicht. Ja, machen wir jetzt nicht, wir machen keine Kamikaze-Fahrten. Was können wir noch machen? Mal 70 fragt bis auch schon mit unserer Kontrolle. Ja, dass er uns abgehauen ist. Ah, sehr gut. Was machen wir da?
eine Fahndungsdurchsage. Also dann, legen wir los. Doch dann Abbruch der Übung. Warte einfach dran, ob es weiter rechts kommt, in den nächsten Parkplatz, dann schieben wir da mal kurz auf euch. Entschuldigung. Sehr gut. Sorry. Okay, gut. Okay, Kollegen, erste Anhaltung. Die Kollegin hat sich schon fast gedacht, oder? Ja. Also, was ist passiert? Ja, sie sind einfach weitergefahren, obwohl wir gesagt haben, sie sollen uns folgen. Genau, also so schnell geht's. Da habe ich nicht noch mehr viel tun müssen dafür. Ihr seid reingebogen und habt dann schlechte Karten in der Hand gehabt. Also die Anhaltung von hinten ist eigentlich immer vorzuziehen. Warum? Jetzt haben wir es festgestellt, oder? Die nächste Übung. Jetzt müssen Sie eine Anhaltung auf der Autobahn durchführen. Hier dürfen Fahrzeuge wegen der Unfallgefahr nicht anhalten. Das heißt, die Polizei muss sich vor den anderen Wagen setzen und den Fahrer dazu bringen, ihr zu folgen. Verlassen die Beamten dann die Autobahn, gilt wieder die erste Regel. Sie sollten das andere Auto vor sich bringen. Maß 7065 hört. Folgendes. Der Tankstellenpächter der Raststätte Oberpfälzer Alb auf der A6 hat soeben angerufen und meldet, der Fahrer einer Champagnerfahrer VW Touran soll ohne zu bezahlen weitergefahren sein auf der A6 in Richtung Prag. Bitte halten Sie auch offen, schauen Sie, ob Sie das Fahrzeug antreffen können. Okay. Wo sind wir? A6 Richtung, ne? Bin ich ganz sicher. Laut? Ja, dann, nee, nicht nach Nürnberg. Ja, dann schauen wir, bis wir was haben und dann sagen wir, wir haben den und wo wir sind und dann sind wir raus. Verstanden. Ja, schauen wir nach rechts. Ja, da stand es gerade 6. Wir befinden uns gerade auf der A6 Richtung Prag. Wir haben das Fahrzeug gerade im Moment vor uns und würden jetzt das gleich rausziehen und eine Kontrolle durchführen. Wie ist der Plan? Ja, setz dich vor ihn. Jetzt schon? Ja, oder? Und dann bitte folgen rein und bei der nächsten Ausfahrt gehen wir raus, oder? Was meinst du? Blau rein. Blau. Oh, blau, sorry. Rein. Jawohl. Wo soll ich denn halten? Nach der Ausfahrt oder vor der Ausfahrt? Sonst mal die Ausfahrt folgen. Das passt so, oder? Ja. Doch kurz vor der Ausfahrt setzt sich ein Fahrzeug aus Neumark zwischen die beiden. Er folgt. Nee, das ist er nicht. Da folgt, ja. Folgt uns jemand anders. Scheiße! Beide Autos folgen, der Kollege und der Neumarkter. Wen kontrollieren wir jetzt? Links, super links. Der folgt uns gar nicht. Der folgt uns nicht. Okay, jetzt ist er da. Boah, wir können geradeaus durchfahren. Das ist natürlich fast ein bisschen dreist von dem Neumarkter, dass er trotz Anhaltesignale einfach echt rechts so weiterfährt, gell? Mega. Der Kollege hat aufgeschlossen. Ich fahr da rein, oder? Was macht man da? Warte, halt mal. Da reden wir jetzt gleich drüber. Und sag. Wir sagen ihm, dass er davor fahren soll, auf Höhe von dem Weißen. Wem sagt er das? Ihm, der sollte, ja, egal, das ist der. Noch an dem Ding stehen. Der steht noch am Schild. Ist das jetzt eine günstige Kontrollsituation? Nee. Scheiße. Was macht er? Fahr weiter oder kommen wir da vorne raus? Was sagt sie dem jetzt gleich wieder? Ja, ich hätte ihm jetzt gesagt, dass er vorne halten soll. Ja, und hätte, dann, es, hätte, ja, es hätte, gut, hätte Fahrradkette, ja. Ja. Bei dem sagt sie nie wieder was. Da kommen wir noch nicht raus, oder? Mann! So, jetzt habt ihr es richtig verkackt. Scheiße! Oh Mann! Oh. Das war jetzt blöd. Keine Sorge, wie gesagt, ich hab's ja vorher schon unter vorgehaltener Hand gesagt. Die meisten treten dieselben Fettnäpfchen, also ihr seid nicht die Ersten und werdet nie die Letzten sein, okay? Was soll ich sagen? Polizeiberuf. Ganz klar. Also, man lebt durch die Erfahrung.
Durch Übungen wie diese sollen sich die Schüler an extreme Stresssituationen gewöhnen. Nur so können sie bei echten Einsätzen sicher agieren und fahren. Ich fand es jetzt auch gar nicht irgendwie frustrierend oder so, dass das jetzt nicht so klappt hat. Weil man lernt ja draus und beim nächsten Mal werde ich es halt anders machen. Deswegen hat Spaß gemacht. Ähnlich. Also mich ärgert schon, aber das ist halt genau so, lerne ich halt